Man singet, lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder. So die wohl bekanntesten Zeilen von Johann Gottfried Säume. Musikalisch vertont vom Knautheiner Kirchenchor unter der Leitung von Margot Sander waren diese und viele weitere bekannte Säume-Gedichte am 1. Dezember zum Festakt anlässlich des 20. Jubiläums vom internationalen Johann Gottfried Säume-Verein Arethusa zu hören, der mit rund 30 Gästen in der Aula Haus Säume des Gymnasiums St. Augustin stattfand. Für den Chor etwas ganz Besonderes ist er doch auf den Spuren Säumes unterwegs, denn in Knautheim besuchte Säume 1777 die Dorfschule. Doch wir gehen jetzt noch ein paar Jahre weiter im Leben von Johann Gottfried Säume, denn dass der Arethusa-Verein in Grimma gegründet wurde, kam natürlich nicht von irgendwoher. Schließlich startete Säume von Grimma aus seinen berühmten Spaziergang nach Syrakus und war zuvor einige Zeit Grimmaer Bürger. Er arbeitete als Korrektor beim Verleger Georg Joachim Göschen am Markt. Und so gab es schon vor vielen Jahrzehnten immer wieder Bestrebungen von Grimmern, an diese Zeit zu erinnern, insbesondere mit dem Erhalt des Göschenhauses, weiß Lutz Simmler, Vorsitzender des Arethusa-Vereins, zu berichten. Ganz von dran steht da natürlich Renate Sturm-Franke. Dann gab es einen Freundeskreis, es gab Schriftsteller und es gab auch damals schon Wanderer. Der Ort, wo Göschen seine Einsiedelei hatte, den besonderen Geist, der dort herrscht, erspürt und sich motivieren haben lassen. Ich selbst spüre die große Verantwortung, die an dieser Stelle auch mitschwingt. Ich muss noch einen Namen nennen, der auch wichtig ist, nämlich Ulrike Müller. Sie war in DDR-Zeiten, Ende der 80er Jahre, Leiterin des Göschenhauses. Und das ist vielleicht gar nicht so sehr das, was ich jetzt im Blick habe, sondern ihr Engagement Anfang der 90er Jahre im Grimmaer Stadtrat. Sie kämpfte dafür, dass das Göschenhaus in städtische Trägerschaft kommt. Damals ein harter Kampf, der sich aber gelohnt hat. Darauf kann der Verein heute und hoffentlich auch in Zukunft noch weiter aufbauen. Auf die Thematik ging auch Katrin Oertel ein, Leiterin der Bibliothek Johann Gottfried Säume und Vertreterin der Stadt Grimma. Es ist mir natürlich eine besondere Freude, einem Verein zu gratulieren, der 20 Jahre sich dem Göschenhaus verbunden fühlt und der Erhaltung, Pflege und öffentliche Wirksamkeit des Göschenhauses sich auf seine Fahnen geschrieben hat. Das ist dann der blanke Eigennutz der Stadt. Schließlich ist das Göschenhaus ein städtisches Gebäude. Und es ist mir neben der Freude besonders wichtig, noch auf zwei Aspekte der Vereinsarbeit einzugehen. Der erste Aspekt ist ganz klar, ich sage es mal salopp, die Säume, Pflege, die der Verein sich auf die Fahnen geschrieben hat und der ich mich natürlich ganz nahe fühle. Die Stadtbibliothek Grimma trägt den Namen von Johann Gottfried Säume und so gesehen. Heute kennt kaum noch jemand Säume, selbst Studenten haben teils noch nie etwas von Säume gehört. Da ist also noch ein weites Feld zu beackern. Vorheben wollte Oertel aber auch noch einen wichtigen Aspekt der Vereinsarbeit, nämlich, dass sich dort viele Menschen engagieren, die mitmachen und mitgestalten, wie in einer Demokratie üblich, was natürlich nicht immer einfach ist. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein spannendes, aufregendes und lohnendes Miteinander unter dem Dach des Göschenhauses und unter dem Dach der Demokratie. Die Festrede zur Jubiläumsfeier hielt Georg Meyer-Turo, der eine liebevolle Personenbeschreibung aus einem Brief von Henry Crabb Robinson aus dem Jahr 1801 ins rechte Licht rückte. Ein weiterer Redner war Ulrich Koblenz, der nicht nur Grußworte im Gepäck hatte, sondern auch gemeinsam mit Lutz Simmler durch den Festakt führte. Doch blicken wir nun nochmal zurück auf die Anfänge des Arethusa-Vereins, dessen Gründungsphase sich über rund 2 Jahre hinzog. Im Dezember 1996 trafen sich auf Einladung von Dr. Volker Ebersbach die Gründungsmitglieder. Säumes Spaziergang nach Syrakus und das anstehende Jubiläum im Jahr 2002.
200 Jahre nach seinem sozusagen Eintreffen an der Quelle Arethusa. Das war etwas, wo die Initiatoren dachten, daran machen wir das Fest jetzt. Das ist etwas, was Menschen zusammenführen kann und was Identität stiftet. Arethusa, die Quelle im Hafenviertel von Syrakus. Das ist das Ziel von Säumes weltberühmten Spaziergang und ein sehr guter Grund, einen Verein ins Leben zu rufen. Am 10. Januar 1998 war es dann endlich soweit und die Vereinsarbeit konnte starten unter dem Vorsitz von Annette Höhne. Und die Liste der Aktivitäten ist lang. Verleihung des Säume-Literaturpreises, Radtouren, Wandertouren und der Einzug ins Säumehaus. Inzwischen musste man leider wieder ausziehen, da die Finanzierung der Stadt gestrichen wurde. Zum Abschluss nun noch ein kleiner Blick in Richtung Zukunft. Nicht unerwähnt zum Schluss die Entwicklung der beiden Vereine des Johann-Gottfried-Säume-Vereins und der Säume-Gesellschaft zu Leipzig. Es gibt in beiden Mitgliederversammlungen jetzt Beschlüsse, die aus den beiden Vereinen einen bilden wollen. Es gibt eine Arbeitsgruppe, wo aus beiden Vorständen Personen sich drin sind. Und diese Arbeitsgruppe hat Vorschläge vorgelegt, die im Konsens auch entschieden sind. Und diese Vorschläge sollen also jetzt in eine Satzung münden und diese Satzung soll dann für beide Vereine die Grundlage für weiteres Handeln bilden. Eine Entwicklung mit viel Potenzial. In diesem Sinne, auf die nächsten 20 Jahre.